Töte den Gegner, der dich nicht, der nichts bemerkt. Archiven bekommen. Nimm das gigantische Schwert aus seiner Gruft. Archiven bekommen. Das Schwert wollte ich auch haben, ne? Naja. Ich wollte das Schild haben, genau. Er hat eine rote Augen. Blaue Augen. Töte das Skelett mit den blauen Augen. Oh! Ha! Könnte die Zombies, die immer wieder aufstehen? Ich habe keine Waffe mehr? Doch, gut. Geht's jetzt hier weiter? Nimm Schaden, weil du erneut ins Säurebecken springst. Hänge dich auf, euch nicht mehr bekommen. Ja. Hey, dort ist eine Rune des Lebens. Muss man da unten rein? Nein, dort war nur eine Rune des Lebens, die man sich holen konnte. Ja, mit dem Preis, dass du verreckst. Nö, die erhöht ja dann, die macht ja dann eben wieder voll, dass du noch Bonusleben. Für diesen Typen, der dich vorhin getötet hat, noch einmal. Merkwürdig. Hier sind keine Runen mehr drin, verdammt. Yeah. Krieg die Rune im letzten Moment und töte die Gegner damit. Schnetzle unglaublich viele Gegner lieber. Hiefen bekommen. Schlag einfach immer weiter. Hiefen bekommen. Stelle fest, dass das Tor immer noch geschlossen ist. Archiven bekommen. Spiele mit einer stumpfen Klinge. So. Und nun? Ist das Tor immer noch zu. Die Gegner zehnmal tot. Hey, da ist noch ein Gegner drin. Vielleicht müssen wir den noch töten. Also ich töte hier auch noch ein paar Gegner. Vielleicht bewegen die noch was. Hui, hui, oh. Töte mal den Gegner da drin, du hast zu viel Energie. Ich bin fast tot. Vielleicht soll ich mir diese Rune auf Health aufnehmen. Ich kann unter Wasser niemanden töten. Mann, haben die schlechten Atem hier. Töte einen Gegner, der unter Wasser ist und deswegen nicht getroffen werden kann. Ah, jetzt sind sie Oberwasser. Mhm. Rede Unsinn, Archiven bekommen. Was zur Hölle machen die sich? Alter, der ist mindestens schon 20 Mal umgefallen. Tötet ihn weiterhin. Hör nicht auf, die Gegner einzuschlagen. Archiven bekommen. Ich versuche es. Oh, warte mal, hier ist was aufgegangen. Okay, das ist jetzt nicht so toll, aber... bemerke, dass der Gegner sehr hoch springen kann, Archiven bekommen. Endlich ist er tot. Hier ist noch einer. Da ist ein Gang aufgegangen und da ist ein Gegner rausgekommen. Okay, man kann die Zombies also nicht mit stumpfen Waffen töten, sondern meist nur mit Zweihandwaffen. War ein Schwerpunkt so. Lass ihn Sekunden totschlagen von einem gigantischen Gegner. Archiven bekommen. Wo seid ihr? Hier am Anfang, hier, ja, ist... Noch einer, der hat scheinbar zu viel Kaffee getrunken, ist voll aggressiv und geht total ab, Mann. Leicht hyperaktiv, der gute Mann. Zuckerschub, ja. Der hat beides zusammengemischt, hat dann getrunken. Ah, jetzt geht's hier weiter, okay. Och Gott, noch mehr von den Viechern. Aber ich bin ohne Hammer. Ja, ich bin immer tot, ne? Teile saugen einen aus oder sowas machen die mit einem. Habe nicht genug Runenpower, Archiven bekommen. Entdecke die drei Käfige. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Greife einen Gegner von hinten an. Archiven bekommen. Und gib's ihm von vorne. Wir gehen hart, Archiven bekommen. Och nee, oder? Ich will, ich will. Ah! Die gehen da runter! Ja, dann musst du schnell sein. Ich bin drüber!
Oh, ich will gar nicht. Hey, ich hab irgendwas erreicht. Erfahre noch mehr Story, die dich nicht interessiert. Archiven bekommen. Oh, hier unten geht's ja. Laufe gegen eine unsichtbare Wand. Archiven bekommen. Bisschen Säure schwimmen. Also du kannst auch durchs Wasser schwimmen, das ist genauso gut. Schlage einen gigantischen Vogel, der nicht stirbt. Archiven bekommen. Ach, hier geht's gar nicht weiter, weil der noch labert, okay. Sag's doch, unsichtbare Wand. Achievement. Oh, Glaswand heißt das. Stirb, während du hier durch die Gegend läufst. Was zur Hölle? Benutze den Teleporter und lande in der Säure. Toll. Abkürzung genommen. Durch die Säure. Seid vor den anderen da. Archiven bekommen. Die Gegner haben irgendwie geile Waffen, die will ich auch haben. Oh, weiter geht's. Sterbe erneut am Anfang der Map. Archiven bekommen. Bekomme das Archiv in ein wenig zeitverzögert. Archiven bekommen. Lass dich von Statuen schlagen. Archiven bekommen. Ignoriere die Statuen und lauf einfach weiter. Archiven bekommen. Drücke einen Schalter. Archiven bekommen. Schaue zu, wie das Tor aufgeht. Archiven bekommen. Och du Scheiße! Sogar mit epischer Musik. Also so ein bisschen. Drücke den Schalter oder. Ah! Befreie noch einen dritten Gegner. Also zwei noch nicht reichen. Aber jetzt kriegt man hier eine gute Waffe eigentlich. Falle nach unten, weil der Raum sich plötzlich bewegt. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Dieses dicke Schwert ist ganz geil eigentlich. Och, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Das ist die dicke Axt von denen. Oh da Gott, kann ich nicht lang. Ist alles so. Ich hab grad einen Schalter gedrückt. Ist das ein Labyrinth hier oder was ist das? Ja, du wirst hier lustig hin und her teleportiert. Oh, toll. Okay, geradeaus, geradeaus. Okay, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Akuchi, hör mal auf zu lachen hier. Oh, finde ein riesiges Loch mit Lava. Hallo. Du hast auch ein Loch so. Mit Lava gefunden. Ach so, man muss ja Lava finden. Ja, du musst da runterspringen, das Loch mit Lava. Echt cool. Cool. Es finde einen Weg durch das Labyrinth. Archivment. Noch nicht bekommen. Lol. Ich bin der Elster. Typisch, der an der Decke. Hä? Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich kann mich aber noch bewegen. Ich finde einen gigantischen Bug im Spiel. Archiv mitbekommen. Ich hab's gefunden. Ich sehe mich gerade selbst nicht mehr. Hey, wo bin ich jetzt? Lass dich auslachen, Archiv mitbekommen. Steh auf dem Kopf? Archiv mitbekommen? Was? Da bin ich schon durch. Ich sehe mich nicht mehr, weil ich tot bin, verdammt. Was soll ich das denn machen? Drück doch mal Ö und gib Suizid ein. Ja, ich lebe ja noch, ich kann mich ja noch bewegen, ich kann auch noch schlagen und. Ja, mach's trotzdem. Suizide. So, jetzt bin ich nochmal tot. Jetzt kann ich nicht respawnen, warum nicht? Ach, jetzt. Dauert eine Weile. Ich mach lieber nochmal eine Neustart der Aufnahme, sicher ist sicher. Wow. Freaky. Und kein Teleporter hier, natürlich nicht. Ach, muss man da so schräg rüberspringen, kann das sein? Nur so, das wird noch kranker, ich bin schon etwas weiter als hier. Aktivier lieber mal einen Teleporter. Ich hab's geschafft. Das ist kein Teleporter! Das war auf jeden Fall kranker. Kein Archiv bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Aber das coolste Schwert aus deiner Gruppe, Archiv bekommen. Zerschlage die Leiche, Archiven bekommen. Vielleicht habt ihr den coolsten Schwert, aber ich hab die coolste Axt. Hab keine Ahnung, wo es weitergeht, Archiven bekommen. Halt eine schwule Axt in den Händen, Archiven bekommen. Was, Vater? Hello, oder? Keine Ahnung. Ja.
komm, mach auf. Die Story hat hier noch niemand interessiert. Oh Mann. Warte, dass die Tür aufgeht. Archive bekommen. Gebt ihnen ein Taschentuch. Archive bekommen. Na komm. Mach das Tor auf. Juhu. Na endlich. Auf was esst du durch das Tor? Archive bekommen. Laufe einfach an den Gegnern vor. Boah. Drück mal auf den Schalter und lauf. Oh. Ich bin tot. Schlecht, ich bin einfach weitergelaufen. Ja, toll, konnte ich nicht. Ich muss das Tor aufmachen. Ah! Geh durch eine Tür und finde noch einen Gegner, der dich instant killt. Ja, davon gibt's ja viel auf jeden Fall. Warte mal, was sieht man denn an? Hey, habt ihr schon mal durchs Fenster geguckt? Guckt durchs Fenster und seht einen gigantischen, blutenden Typen. Der scheinbar Herzprobleme hat. Fenster? Ja, Gitter da halt. Wo dieser Typ sitzt, der kein Herz mehr hat und von der Schlange eingewickelt ist. Was findest du hier? Nö, was ich kann. Okay, das ist eine interessante Waffe. Da hinten. Öffne die ganzen Tore und lass noch mehr Gegner heraus. Mir ist nicht so langweilig. Ich weiß nicht genau, was das für eine okay Waffe ist, aber ich töte irgendwie einfach alles, wenn ich drauf haue. Ach, das ist eine komische Schlange, ne? Ja. Ich habe noch ein paar Gegner übrigens freigelassen, damit es nicht so langweilig wird. Ich hielt das für eine gute Idee. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass hier keine Gegner mehr kommen. Ja, ich hab mal alle Türen, die ich putt, aber aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Durch. Lauf im Kreis, Archiven bekommen. Ich hab das Gefühl, in einer dieser Zellen ist sogar ein Schalter drin. Das wäre natürlich scheiße. Oh Mann. Esse Fleisch, das seit 2 Jahren auf dem Boden liegt. Oder so endet. Was für ein dicker Fleisch, aber ich kann mir sogar hier. Oh. Ich laufe jetzt mit so 10 Leben rum oder so. Keine Ahnung, wie viele Leben das sind. Ich soll einfach mal so ein paar Runen aufnehmen, um mein Leben zu erhöhen. Dann mach ich auch mal schnell, dass ich noch ein Leben. Dann lebe ich vielleicht 2 Sekunden länger. Halte ein Schwert mit grünem Griff in der Hand. Archiven bekommen. Schlage auf einen Gegner ein, der sich nicht wehrt. Archiven bekommen. Laufe zurück zum Anfang. Archiven bekommen. Hier ist nichts. Doch, ich spawn auf unsere Runes of Power aus. Nichts ist relativ, ne? Also hier sind ganz viele Backsteinmauern. Ja, ganz toll. Ich werde gleich mal einen einstecken. Und... Komm, noch eine einzige Runde. Sehr ein Arm, der in der Tür steckt. Archiven bekommen. Du kannst auch ein bisschen Stroh essen, wenn du willst. Wenn du Hunger hast. Stirb! Archiven bekommen. Habe einen verdammt langen Balken. Archiven bekommen. Hol dir einen runter. Orgasmus bekommen. Moment. Ich finde, du kannst sie nur mit Schwertern töten. Ja, ich habe aber keine andere Waffe. Was soll ich denn machen? Durch 2.
Finde das Loch in der Wand und schlag dich durch. Scheißwaffe. Ah! Noch mehr so riesige Gegner. Komm dir mal. Geht doch noch endlich. Wo lang denn? Keine Ahnung, da ist irgendwo so ein Loch in der Wand gewesen. Das habe ich aufgeschlagen. Aber irgendwie... Ah, hier muss ich das einschlagen dann. Wow. Wenn ihr gigantische Gegner findet, die euch mit einem Schlag totschlagen fast, dann... Nein, nicht ganz einen Schlag. In irgendeines dieser Scheißhäuser war so ein Dings drin. So ein, habe ich so ein Loch reingeschlagen durch die Steinmauer mit meinem Schwert. Mit deinem Schwert, normal. Ja, ja. Normal. Nicht da, komm mit. So, das war... Mit deinem Schwert, war das hier? Hose? Nein, nicht hier, das war... Da. Ah, hier. Ja. Normal. So. Sieht ja komisch aus. Dann läuft einfach hier weiter und dann sind diese Gegner wieder auf dem Balken, die dich kaputt gemacht haben. Okay, erstmal die Gegner mit einem Hit tötet. Die töten dich mit einem Hit, wolltest du sagen. Wenn ich genug Runen habe, dann töte ich die mit einem Hit. Drücke den Schalter. Ich hab so eine riesen Axt zusammen. Soll das fest, dass es hier nicht mehr weitergeht, nachdem du den Schalter gedrückt hast? Was? Was? Ja, so. Ist so. Klingt komisch, ist aber so. Das Tor geht auch nicht auf. Hänge in Gegnermengen fest. Toll. Oh, da sind ja Gegner. Stelle fest, dass da Gegner sind. Da Archiven bekommen. Sie sehen so grün aus. Ah, da geht's weiter. Töte grüne Gegner, Archiven bekommen. Schlage einen gigantischen Haufen Fässer kaputt. Archiven bekommen. Wow. Drücke einen Schalter, der ein Tor öffnet, durch das du aber nicht durchkommst, weil du stirbst. Jetzt meine Runen klaut. Dieser Hurensohn. Bleidiger ein Hurensohn als Hurensohn. Archiven bekommen. Warum ist Vater keine neue Runde auf Dauer? Wieso krieg ich kein neues großes Schwert? Laufe in die falsche Richtung und stehe vor einem Tor, das geschlossen ist. Drücke ganz viele Schalter. Hilfe bekommen. Ich drücke mal die Gegner, ne? Vielleicht bringt's ja was. Ich habe 4 Schalter gedrückt. Ach ja, ich habe übrigens das Tor, wo wir vorhin davor standen, mal geöffnet. Ach so. Naja, egal. Und geht. Rotet man die Gegner, Digga. Die Gegner sind auch tot. Hast du gesehen, wie schnell die tot waren? Ja. Öffne Toren. Öffne Tore. Ich bin dafür, ich kann von diesem Schwert einfach zu overpowered. Ich schieße einfach mit Stein und tötet alles mit einem Leben. Hallo. Hab mal das Tor aufgemacht. 1 und 4. Nur das da. Ach, das hier, das kleine. Gib mir die Rune des Lebens. Nein, hier geht's noch nicht weiter, okay. Die Schalter habe ich. Die habe ich schon einmal alle gedrückt, die Schalter. Nochmal drücken? Drück mal nochmal. Die gehen wieder hoch, ne? Drücke die Schalter noch einmal. Stelle fest, dass da unten sich was öffnet. Also. Nach einer Zeit geht er wieder hoch. Drück mal irgendeine Schalter. Nein, da unten passiert was da unten. Ah, tatsächlich. Schalter drücken. Jo. Bekomme eine Trophy und stecke anschließend in eine. Was? Ich stecke fest hier. Aha. Wie geht's? Bist du auch da? Ich lebe noch. Ich habe eine Trophy bekommen. Vermutlich bin ich deswegen nicht gestorben. Hallo, Delfinio.
Ja, ich lebe jetzt auch noch. Toll. Sieht hier sehr dunkelrot aus, muss ich sagen. Ich sehe hier gar nichts. Bei mir ist es dunkelrot. So, tschüss. Schwarz bis dunkelrot. Ich denke, das war die falsche Tür. Weißt du, welche Tür das war? Ich nicht. Vielleicht. Mal gucken, wenn ich sie sehe, dann erkenne ich sie vielleicht. Ja, es sehen ja nicht alle gleich aus. Nee, nee, ich mache einfach mal alle der Reihe nach auf. Alle Schalter. Weißt du noch, an wem du zuerst warst? So, wo? Wie ist denn hier der schnellste Weg? Fangen wir erstmal hier an. Gute Frage, wie ist der schnellste Weg? Alleine kannst du es doch gar nicht machen, weil einer muss hier oben drücken. Ja, ich drücke ja die ganze Zeit. Und ihr geht dann rein. Moment, ich guck mal rein. Ich guck erst mal rein. Nee, die sieht nicht gut aus. Nimm eine andere. Ich glaube, die hier war das, wo wir drin waren. Ja, ist... Nein, die sieht nicht gut aus. Nimm eine andere. Nächste. Das sieht genauso scheiße sieht aus. Ja, lass uns mal hier reingucken. Die sieht genauso aus. Sind wir bei Cube oder was? Und die hier? Die sehen alle genau gleich aus. Okay, dann fangt an. Geh los. Einer geht rein. Ich gehe hier rein. Okay, nö, das hier ist es nicht. Also du gehst da rein. Hier rein will ich. Das ist der zweite Schalter, okay. Also 2 und 4 sind jetzt schon mal ausgeschieden. Nee, der ist auch falsch. Okay, dann bringt er schon mal um. 2 und 4 sind weg, das heißt noch anderen bleiben verbleiben. Die anderen beiden sind noch da. Aber sind die einfach nur so Trolltüren? Wahrscheinlich. Trollololol, 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 trollololol. Trollololol.